zu besprechen haben und zu diskutieren, eventuell. Ein bisschen was habe ich hier vorbereitet. Ja, und. Kurz zu meiner Geschichte, also seit 12 Jahren ungefähr selbstständig, wobei wirklich Vollzeit selbstständig erst so seit 2,5 Jahren. Davor halt irgendwie so 50 Studium, 50 Arbeiten halt. Ne, das machen durchaus Informatiker, würde ich mir sagen lassen. Also so, die ich kenne, haben das halt häufig gemacht, einfach mit dem Hintergrund natürlich, dass sie sich sehr früh sich schon selbst verwirklichen wollten und schon was konnten halt, weil sie Spaß dran hatten und natürlich dann den Bezug zu Agenturen erhalten haben, sei es über Praktika oder sonst irgendwas und zack, bang, dann ist halt drin. Ja, das kann halt wie gesagt auch ganz gut klappen, aber es gibt halt auch ein paar Probleme. Und ja, ich war kurz zu mir, 30 Jahre, seit 16. Lebensjahr Freelancer. Ja. Und ja, Entwickler, Developer, Integrator, wie ihr es nennen wollt. Okay. Kurze Übersicht, das habe ich noch schnell um 2 Uhr morgens zusammengebastelt, also etwas Rücksicht, wenn es nicht so perfekt strukturiert ist. Aber halt so, was ihr jetzt so hört, das ist natürlich alles sehr subjektiv, sage ich mal, von Seiten des Freelancers. Deswegen, wenn ihr eine Agentur habt oder so etwas, ne, dann habt ihr natürlich einen anderen Blick und dann bin ich auch gerne an eurer Meinung interessiert zu den Standpunkten. Also so ist ja nicht. Ne? Okay. Ja, gerne. Ich habe auch schon mal daran überlegt, hier so eine weiße Wand zu machen. Da können dann die Leute so dahinter und dann ihre Sorgen. Richtig, genau. Ne? Also schon professionell hier. Ne? Und alles beichten halt, ne? Was ihnen aufgefallen ist und so weiter. Aber ja, ich werde ja auch hier keinen Namen nennen oder so etwas. Also von daher, ich denke, alles total entspannt. Okay, kommen wir mal zu dem Grundlegenden hier. Ich habe mal versucht, die Merkmale von einer Agentur und einem Freelancer irgendwie so ein bisschen auf den Punkt zu bringen halt. Ne? Und da merkt man vielleicht auch schon, wo es vielleicht krachen könnte, sage ich mal, oder wo es aneinander reibt. Vielleicht auch das ja, weniger stark, das Ganze zu formulieren. Okay, also ich sag mal so, eine Agentur hat eine Unternehmensstruktur bedingt, ist ja klar halt. Ne? Wir reden hier von einer Agenturgröße von, keine Ahnung, es können 5 sein, es können aber auch 50 sein halt. Ne? Ich habe schon mit allen Größen zusammengearbeitet. Und entsprechend war eine Hierarchie mehr oder weniger vorhanden. Ich meine, okay, Agenturen tun damit gerne heutzutage so, ja, bei uns ist alles so flache Hierarchie und so etwas, ne? Total, alles cool und so. Ne? Aber ehrlich gesagt, sie muss halt vorhanden sein, weil sonst funktioniert es einfach nicht. Ja? Und man sieht klar, dass man halt innerhalb verschiedener Rollen halt nochmal ausfüllen muss. Das geht sonst einfach nicht. Ja? Aber auf der anderen Seite halt, ne, wir haben so einen Freelancer halt, ne, die Persönlichkeit ist mal mehr oder weniger kompliziert, muss man ganz klar sagen. Also vielleicht sind auch Informatiker manchmal ein bisschen eigensinnig. Findest du? Ja, ja, ich kenne mich selbst, ja. Ja, genau. Ich kenne aber keine Namen. Genau. Nein, genau, es ist halt so, man muss den Freelancern auch zugutehalten, mal was sie sind, ein bisschen, aber eben auch in Agenturen auf der anderen Seite halt. Eine Agentur haben Personal, also besonders die Chefs haben eine Personalverantwortung halt. Ne? Gut, ein Freelancer hat nur sich selbst halt. Ne? Ist ein bisschen einfacher für ihn halt, ne? Aber auch er
erstmal sich auch ständig selbst fortbilden halt, ne? Und dafür sorgen halt, dass er nun mal das auch am Ende des Monats bekommt, wofür er gearbeitet hat. Es hat ein Angestellter vielleicht jetzt nicht so, ne? den Druck. Ja? Ja gut, er muss natürlich auch arbeiten, so ist es nicht, aber ich sag mal so, er bekommt halt schon ein Gehaltscheck monatlich. Ne? ja, und man muss aber auch ganz klar sagen, so ein Freelancer muss halt eben auch alles irgendwie machen. Ja, also Stichpunkte halt, eine Angebotserstellung, Implementierung, Abrechnung und so weiter. Ne? Eventuell auch Support spielen und so weiter. Ist manchmal vielleicht ein bisschen Feuerwehr und Mädchen für alles. gut, und gut, ich sag mal so, der Vorteil des Freelancers wäre theoretisch, er ist verfügbar, wenn er gebraucht wird. Nun kann man natürlich jetzt mittlerweile so vielleicht aber auch in die Situation, dass die Guten auf dem Markt nun mal eben nicht verfügbar sind. Gut, aber wenn man einmal einen hat, dann will man ihn auch halten. So, wie hält man ihn denn halt? Das ist das Problem halt. Also wenn ich jetzt immer mal auf typischer User Groups unterwegs bin, dann höre ich plötzlich so Aussagen wie, ja, also wir haben den Entwickler verloren, der war auf so einem Typo 3 Dev Camp und er kam nicht mehr wieder. Ja, passiert. Jetzt ist nur die Frage, woran hat es denn jetzt gelegen halt? Ne? War das jetzt die nicht so gute Bezahlung vielleicht? Also vielleicht hat er irgendwo ein bisschen mehr bekommen? Oder war es einfach das Klima in der Agentur? Vielleicht hat er sich nicht genug gewürdigt gefühlt und so weiter. Es gibt ja mehrere Faktoren. Ist ein bisschen schwierig, das herauszufinden halt. Man kann vielleicht ein bisschen über das Ausschlussprinzip so ein paar rausnehmen halt und sagen, okay, vielleicht ist es an der Bezahlung nicht so gelegen halt, ne, er war ganz gut halt, aber ja, vielleicht aber auch in das soziale Umfeld war vielleicht nicht so prickelnd oder so, das kann man vielleicht so sagen. Gut, ich greife den ganzen ein bisschen aber vor hier, glaube ich. Aber wir sind uns alle einig, Ziel ist es halt, den Freelancer temporär zumindest in den Agenturalltag zu integrieren. Ja. Eben wie gut das funktioniert, das ist dann immer ja, fraglich. Mal an euch gerichtet die Frage halt, wie gut klappt das? Also habt ihr gute Erfahrungen, negative? Ich meine, klar, es gibt immer gute und negative. Menschlich top, fraglich, ja. Aber keine Probleme. Fraglich. Mhm. Wir haben es jetzt auch gerade gesehen, man hat versucht, Standards in dieser Startdisposition hinzukriegen, Startprovider, dass das okay geht. Wir haben Standards in der Agentur, wo sich jeder dran halten muss. Man kann sogar 40.000 verschiedene Arten und Wege machen. Jeder Freelancer macht es anders. Wir können das natürlich auch vorgeben, aber dann gehen wir in Schulsituationen, müssen wir im Freelancer, den wir haben, erstmal Tage in die Fortbildung gehen. Wie ist unser Stand, wie ist unsere Ausrichtung? Das ist Herausforderung. Ja, ja, klar, das ist, ja. Das hängt auch extrem von den Freelancer ab. Also, wir haben die super Erfahrung gemacht, aber auch von Erfahrung, wie gesagt, mit komplexes Projekt. Ja. Das ist ein schon so. Oder etwas unabhängig, wie die arbeiten und wie sie etablieren. Ja, das ist dann problematisch, wenn es so keine Standards halt, ne? Jeder macht es ein bisschen eigen, wie er es mit. Der eine macht es mit Maß, der andere macht mit Flux halt, ne? Und so weiter. Ist ein bisschen schwierig, das zu kombinieren halt, ne? Gerade wenn es nicht so den goldenen Weg gibt. Ja? Das kenne ich ja auch halt. Ne? Da gehe ich in eine Agentur halt und dann plötzlich, oh, ihr benutzt ja, Maß vielleicht. Ne? Doof. Habe ich keine Erfahrung vielleicht mit. Ne? Ja, das ist ein Problem und, weil wie du schon sagtest, halt fachlich, ja, das ist das Hauptproblem, denke ich, ne? Weil die Guten sind dann schon irgendwo und an die zu kommen, ist dann ein bisschen schwierig. Wobei ich finde, also meine persönliche Einstellung ist immer, also ich habe immer Spaß, auch mit anderen Agenturen zu arbeiten. Ne? Ich bekam auch mal so im Interview die Frage, ja, was passiert denn halt, wenn jetzt eine andere Agentur sie anfragt, werden Sie diese auch dann bedienen? Ja. Also, ne,
der Exklusivitätsanspruch halt einer Agentur, man kann ihn verstehen, aber er existiert nicht. Oder darf nicht, kann nicht existieren bei einem Freelancer. Das ist ein bisschen abstrus, aber das sehe ich, da können wir gleich noch zuhören, da habe ich noch ein paar lustige Beispiele so mal aufgegriffen. Vielleicht auch hier eine Strukturproblematik. Häufig bei mir auch der Fall halt, ich komme in eine Agentur rein halt, ich habe da mehrere Personen halt, ne, erstmal total überfordert halt, dann richte ich mich da überhaupt, ne, und dann habe ich plötzlich das Problem, ich habe mit einem Projektmanager zu tun, dann habe ich plötzlich mit einem zweiten Projektmanager zu tun, weil plötzlich so viel Bedarf besteht, dass plötzlich jeder mit mir gerne zusammenarbeiten möchte und sagt, okay, dann kannst du dir das noch für mich schnell machen oder das und das halt, ne. Und dann stehe ich so vor dem Berg und weiß nicht, okay, wen jetzt von euch soll ich jetzt eigentlich zuerst dann bedienen? Das ist schon mal ein Problem. Also klare Strukturen, am besten es versuchen irgendwie zu kanalisieren halt, ne? Dass dann erstmal die Leute in der Agentur sich selbst fetzen, sage ich mal halt, ne? Wer jetzt die Ressource überhaupt benutzen darf. Und dann erst an den Freelancer weitergeben. Wäre zumindest erstrebenswert, sagen wir mal so, wenn das funktionieren könnte. Nur, ich meine, im Agenturalltag halt, da hat man schon das Problem halt, wenn es der größere ist, dann hat der plötzlich ein Problem und will es gelöst haben halt gegenüber seinem Kunden und der andere Projektmanager gegenüber seinem Kunden. Haben wir auf jeden Fall schon mal ein Problem. Da kommen wir dann deswegen zu einem resultierenden Problem halt. Die Kommunikation. Der Freelancer muss mit dem reden, mit dem reden, mit dem reden und kommt dann irgendwann nicht mehr wirklich zum Arbeiten. Er muss ja wirklich jeden bedienen halt. Also haben wir ein Absprachenproblem. Meine Lösung ist halt, okay, die Agentur muss sich auf jeden Fall klar werden halt, dass diese Ressource jetzt am besten nur durch eine Person bedient, also abgefragt werden darf. Möglich. Oder hat jemand andere Vorschläge? Das ist so ein bisschen nice to have. Ne? Also ja, das ist natürlich klar. Der Wunsch, wie meine Entwickler, die wollen auch mal einen Ansprechpartner haben, aber es ist halt so, oftmals der Vertrieb, den man sagt, hat jetzt das Problem. Das ist, wenn du mehreren Menschen in Kommunikation gehst, hast du genau das Problem. Wenn in der Agentur klar ist, wir haben eine Ressource, die wir mal nutzen können, die fragen wir an, dann ist es in unserem Verständnis bei unserem Freelancer gelegen zu sagen, okay, ich habe die und die Sachen, wie sind denn eure Prioritäten? Das heißt, das ist auch zurückfeedbacken. Was ist denn bei euch die Priorität? Das heißt, dass der Fragen niemals voraussetzen. Wir tun es auch, wir erwarten nicht, dass der Freelancer das kann, sondern wir sagen mal, wie sieht es denn aus? Schaffst du das? Was hast du auf dem Tisch? Bis man das so feste Daten dran macht, Termine dran machen, um genau das zu lösen. Das geht aber nur in Kommunikation miteinander. Ja, also genau. Und Freelancer hat dann eben auch Stress halt, ne? Muss sie alle bedienen halt. Aber das passiert halt automatisch, ne? Wenn man so mehrere Projekte in Jira beispielsweise hat, ne? Alle haben alle Tickets zahlen, das die Priorität hoch. Ne? Ja, was der Freelancer, ne, hat dann drei Tickets mit hoch aus verschiedenen Projekten. Ja, was ist für ihn denn jetzt hoch? Ja, du kannst dich nicht darauf zurückziehen, nur weil du Freelancer bist, dass die anderen für dich deine Organisationsarbeit. Da musst du genau das machen, was dir gerade vorne gefallen ist. Du musst dich nicht kümmern. Ja. Ganz einfach. Dafür hast du dich ja entschieden als Freelancer. Ja. Sagen ein Freelancer. Ja.
Ja, du hast mehrere Projekte, auf denen du mal gearbeitet hast. Manche sind im Support, manche sind irgendwie weiter fortgeschritten. Man macht eben zwei Projekte gleichzeitig und hast genau das gleiche Problem. Dass dann zwei PMs irgendwie zu dir hinkommen und alles ist dann sofort gleich wichtig und dann hast du ja genau eigentlich diese gleiche Problematik, aber als vielleicht festangestellte Entwickler oder Entwickler oder was auch immer. Das hast du eigentlich schon immer. Das ist dann halt immer so ein Problem, wer darf denn entscheiden, was am schlimmsten ist. Also das ist eigentlich das Problem in der Firma, das dann zu entscheiden, auch für die Tage Mitarbeiter. Ja. Kurz noch dazu. Du hast einen kleinen Tick und einen kleinen Vorteil, du sitzt meistens in der Agentur selbst drin. Natürlich. Im Homeoffice. Okay. Ja, wenn die Kommunikation klappt, ist es perfekt. Ah. Ja, das ist erstrebenswert. Also das, wenn das super funktioniert, muss man vielleicht mal denken, Freelancer haben aber nicht nur diese Agentur halt, sondern eben auch andere. Auch nochmal ein zusätzlicher Faktor halt. Ne? Also wir haben jetzt zwei High-Tickets von dieser Agentur und dann plötzlich noch drei von den anderen halt. Ne? Problem. Aber gut, das gebe ich dir halt recht. Ne? Klar, man muss als Freelancer sich bewusst sein und dann versuchen, das zu sortieren halt. Ne? Auf der anderen Seite ne, muss die Agentur aber auch Verständnis dafür haben halt. Ne? Und das ist den Agenturen manchmal auch nicht so ganz recht. Aber das kannst du ja versuchen, durch klare Kommunikation zu erreichen. Richtig, genau. Richtig, deswegen... Ja, es ist jetzt nicht negativ an Agenturen gerichtet oder so. Ne? Nee. Muss auch, wir auch Freelancer sind da in der Pflicht, ganz klar. Hm? Da hinten noch was? Ja, also ein Vorschlag wäre, man könnte das mit einem Kanban-Board visualisieren. Das heißt, ja. Du packst in deine Backlog oder To-Do-Spalte das rein, was von dem jeweiligen Projekt kommt und dann einfach auch in Ruhe in den Tätten hast, dann ist ja das, was du erst ganz oben. Dann kannst du halt so umschreiben, wo die Leute schauen rein, ihr seht es alle. Also steile These ist halt, eine Agentur wartet darauf, dass der Freelancer wieder die drei Tage in der Woche Zeit hat. Und dummerweise, wenn die Tage allerdings Mittwoch, Donnerstag, Freitag sind und wir haben Montag und das soll gefixt werden, dann haben wir ein Problem. Also ein anderes Problem. Ja, klar. Aber hier noch mit weiter. Ja, Stichpunkt eben Kommunikation halt. Ne? Jetzt ist noch die Frage halt, ne, können alle, die auch gut entwickeln können, gut kommunizieren? Das müssen sie einfach lernen. Ja, das ist, ja, lernen ist möglich. Ist mir die Frage, kann man eine Person von ihrer Wesensart ändern? Ich habe ja mal einen Trick. Ja, okay, gut. Da finde ich einen guten Trick. Ja. Wenn du das nicht kannst oder nicht möchtest, aus welchem Grund auch immer, dann würde es korrekt sein, dann geht es halt gut, dann lässt du dich anstellen, dann stellt man ganz schön, wollen das denn nicht? Also fahren wir die Agentur, die hier so unterwegs sind. Und dann übernehmen die das für dich auch als Freelancer. Ja. Die Struktur, die Kundenansprache, das ganze Ding. Also, das ist natürlich jetzt ein bisschen heiß, wie ein Anschluss. Aber Agenturen wollen ja nicht zwingend mit Freelancern arbeiten, damit sie Lücken füllen können, oder Agenturen arbeiten mit Freelancern. Also,
meiner Erfahrung so zwei grundsätzliche Scopes, in denen wir arbeiten. Das eine ist Ressourcenmangel auf Agenturseite. So, die haben in der Regel aber auch ein eigenes Entwicklerteam da sitzen, so die zum Beispiel die Sachen, die heute anfallen, vielleicht auch heute machen können, die Freelancer für die Sachen, die heute sein müssen, vielleicht nicht heute brauchen oder in der Stunde. Die anderen sind die, die Expertise nicht haben. So, da hast du, glaube ich, eine andere Verantwortung. Ja. Okay. Das ist ja auch dann andere Kommunikation. Ne? Wenn du eine Agentur hast, die überhaupt keinen Plan von dem hat, was du da eigentlich treibst, ne? Also irgendwie ein Unfallnutzer XY, kommt in die Ecke und sagt, wir brauchen jetzt mal ein bisschen Typo-3-Knowledge, weil Kunde hat halt Typo-3 auch im Einsatz. Dann musst du halt auch ganz anders mit denen kommunizieren. Dann brauchen die halt auch viel mehr Expertise von dir und müssen dir auch viel mehr vertrauen, als wenn da halt ein Entwickler auf der anderen Seite sitzt, der dir im Zweifel halt, oder mit dem du dich im Zweifel auf Augenhöhe austauschst. Ja, deswegen ist es super schwierig für einen Freelancer, dieses Know-how liefern zu können. Ich denke, dein größtes Problem in dieser Situation, die du da beschreibst, ist, dass du als Freelancer selber deine Ressource, nämlich dich selber, verwalten musst. Mhm. Und wenn du dich nicht selber verwalten kannst, dann lässt du dich aufreiben. Ja. Nach dem Motto, von wegen, da kommt ja noch eine Anforderung, ja, die muss ich auch noch irgendwie unterbringen. Ursprünglich hast du vermutlich irgendwie geplant, ja, ich bin 3 Tage die Woche bei der Agentur. Mhm. Und dann kommen die auf einmal mit Anforderungen, ja, du musst aber jetzt noch, auch wenn der Tag eigentlich nicht für uns geplant ist, musst du noch einen Bugfix machen. Mhm. Wenn du dann natürlich darauf eingehst, dann reibst du dich auf, weil du ja deine Tage auch anders geplant hast. Ja. Du hast dann nicht mehr die 40-Stunden-Woche, du bist bei der 60- oder 80-Stunden-Woche. Und da musst du natürlich ganz klar sagen, hier sind meine Grenzen. Ich habe mich an euch verkauft, aber nur für so und so viele Stunden. Und dann geht es nicht weiter. Und als Festangestellter hat man so ein bisschen den Vorteil, dann kann man sagen, natürlich, ja, ich bin hier 40 Stunden, habe meine Wochenarbeitszeit und dann muss mein Chef natürlich gucken, dass er mich verplant. Mhm. Und mehr mache ich dann auch nicht. Aber da kann ich mich genauso gut aufreiben und sagen, ey, ich mache noch die Überstunden dazu und die Überstunden und dann... Ja, das ist ja auch die Problematik mit Überstunden halt. Freelancer neigen dazu eventuell, gerade wenn sie gerne arbeiten halt, ne, und sich gerne mit dem Stoff auseinandersetzen, automatisch dazu, sich in den Burnout reinzumanövrieren. Weil sie wollen ja ganz gerne die Agenturen glücklich machen. Das will ich ja auch halt. Ne. Also ich gerne nehme ich einen Auftrag an und sage, ja okay, dann mache ich das noch. Und dann sagt die Agentur, ja okay, kannst du das noch schnell machen und so weiter. Und, oder wir haben auch die Herausforderung jetzt hier, als Freelancer, der wirklich Spaß am Coden hat, der neigt eben dazu, sich dann irgendwann in Richtung Überfrachtung, wie du schon sagtest hier, ne, also überladen halt, ne, zu manövrieren und dann irgendwann nicht mehr seine Ressourcen effektiv verwalten zu können. Das ist total eine doofe Situation halt, ne? Da müssen wir mit klarkommen, ganz klar. Ne? Das ist Pflicht quasi des Freelancers, das zu können. Sage ich ganz klar. Ist nicht Agentur. Ja. Es ist ja nicht nur der Burnout, wo du dann ja dann wirklich total kaputt bist. Mhm. Es ist ja auch die Situation, ich habe eine Familie, mein Sozialleben oder sowas. Natürlich kann ich sagen, es ist mir erstmal egal, ich habe Sozialleben, ich kenne ja die Community. Ja. Aber wenn ich vielleicht irgendwo wirklich noch Freund, Freundin habe, Kinder oder sowas, wann hab ich denn Zeit für die, wenn ich mich komplett für Agentur oder über irgendwen halt komplett aufreibe? Ja. Ne? Gleichzeitig muss man sich klar werden, halt, ne, dass man Nein sagen kann. Ja, man muss auch in Agenturen ganz klar darüber sagen, ich kann jetzt gerade Nein sagen. Und ich sag mal so, der Markt im Moment macht das möglich. Ja. Aber man muss es können. Ja. Wenn du das kannst, perfekt. Also muss sagen. Ja. Und wo, wenn der Freelancer mir sagt, kann ich das nächste Woche liefern, dann erwarte ich von dem
fragt dich wieder an. Mhm. Das heißt, es ist schon, natürlich, das sehe ich ganz klar so. Lieber Nein sagen, als zu sagen, ja, schau mal, irgendwie mache ich diese Nacht, habe ich ganz vorne ja noch Zeit. Dann ist so, dann fange ich schon an zu überlegen, nee, mach das bitte nicht. Bringt nicht weiter. Ja. Ja. Also ich würde gerne noch eine ergänzen, diesen Punkt, also wieder jetzt auf Frau zu reiten, ja, oder wenn man dann Familie hat und der Kind dann nicht mehr unter will, jeder will jetzt auf einen Anbau zu, der kann sich anstellen lassen. Das heißt, wenn man das einfach nicht in den Griff bekommt, das langfristig nicht in den Griff bekommt, ja, dann sollte man darüber nachdenken, ob man sich dann nicht gleich lieber angestellt hat. Ja, weil das ist halt einfach der Punkt. Ja. Das heißt, wenn man Freelancer ist, dann muss man mit dir in diese Situation, und wenn man die Firma auch gut bekommt, dann ist man Da muss man allerdings auch, ich bin den Weg gegangen, ich habe gesagt, ich war Freelancer und habe gesagt, ich suche irgendeine Festanstellung. Aber auch da muss man aufpassen, dass man nicht von seinem Chef aufgerieben wird, weil das in der Agentur oder in der Firma hat man auch dann, ja, und dann kannst du ja das noch machen und ach, dann machst du noch ein paar Überstunden oder das muss jetzt auch unbedingt fertig sein. Du hast dann unter Umständen sogar die Situation, dass du gar nicht so schnell wieder rauskommst, weil du hast ja jetzt eine Festanstellung. Als Freelancer kannst du immer nur sagen, okay, Projekt ist zu Ende, das war's. Eine Festanstellung, dann musst du dir dann die nächste Firma suchen oder so. Aber da muss man auch, du musst aber auch da Nein sagen können, um zu sagen, halt ganz klar zu sagen, ich tue, was ich kann. Aber irgendwo ist dann auch die Grenze, von wegen, der Chef kann mich halt auch nicht einfach komplett übernehmen und da muss ich dann halt auch Schluss sagen. Und als Freelancer ist es wichtiger, aber als Angestellter ist man diese Sorge auch nicht ganz so los. Also generell war das Thema ja, wie man Freelancer bindet. Da, also wir meichen da ja ein bisschen von ab. Jetzt ist irgendwie, dass wir mehr kommunizieren müssen, gibt Kommunikationsprobleme, Projektmanagementprobleme, ich kann ja auch nicht irgendwie lösen, also wo, wie kriegen wir das denn jetzt hin, dass es bessere Umgebungen gibt, also was macht denn es einfacher für viele jetzt irgendwo zu arbeiten oder dass sie da lieber arbeiten, das ist ja auch da steht auf die nächste Seite. Ja, also es gibt da gewisse Konflikte halt, ob die wirklich lösbar sind, immer, das kommt halt stark auf die Persönlichkeit an halt. Ja, ich muss mal gerade ein bisschen weitermachen, glaube ich. Wo waren wir denn hier? Ah ja, kurz noch zu den Tools. Also sagen wir so, du bist Freelancer und arbeitest mit drei Agenturen irgendwie parallel zusammen halt. Ne? Hier ist halt dein eigenes Driver beispielsweise und Support, ne? Vielleicht auch Webmine und so weiter. Ist ein bisschen problematisch halt, ne? Das Mailfach läuft dann irgendwann mal voll. Diesen ganzen Update-Mails und so etwas. Ne? Das muss klar der Freelancer irgendwie sich im System machen, das Ganze Herr zu werden. Und vielleicht nicht jedes Ticket irgendwie und jeden Status einfach am besten immer propagieren. Was haben wir sonst noch? Kompetenzverteilung, ja. Also in der Summe finde ich, hat die Agentur mehr Kompetenz gegenüber dem Freelancer. Also wir ziehen uns jetzt aber auch auf also Dinge wie Abrechnung, Rechte, Sicherheit und all sowas. Ein Freelancer kann ja nur ein gewisses Feld abdecken. Ja? Die Agentur kann oder sollte eigentlich mehr können. Was ich damit sagen will, ist also, die Agentur könnte versuchen, halt den Freelancer ein bisschen aktiv unter die Arme zu greifen. Wäre toll. Ja. Ich würde jetzt nicht nachtreten, aber umgekehrt kann man genauso sagen, wenn ihr als Freelancer arbeitet, könntet ihr auch einfach sagen, ich brauche da Hilfe, ich verstehe das nicht. Klar. Und ich sollte Schritte. Also ich finde das immer schwer, dass da so eine Schuldzuweisung zu machen. Es ist keine Schuld, nein. Das hört sich aber dann so an. Nein. Du könntest genauso dahin schreiben, Freelancer sollten aktiv auf die Firma. Also ich finde da jetzt keine Schuldzuweisung irgendwie. Ja, also diese Formulierung, wir besitzen wohl in der Summe der Kompetenz, das ist schon alles. Okay. Aber es geht ja auch darum, dass sich Freelancer wohlfühlen und nicht in ja,
akzeptieren halt. Das ist das Problem jetzt gerade. Es ist ja subjektiv. Ja, ich finde es vor allen Dingen nett, er hätte ja auch sagen können, die Freelancer haben mehr Kompetenz, weil sie halt das wissen aus 10 Agenturen. Ich finde es schon mal nett, sich als Freelancer hinzustellen und mit anderen eine größere Kompetenz zu bringen. Das würde manchem Ego widersprechen. Die Summe der Kompetenz. Aber deswegen wollte ich sagen, bei der Summe ist ja schon mal gut. Deswegen würde ich auch sagen, wir stehen ja in der Summe der Kompetenz, weil die Agentur besteht aus 10, 50 oder 100 Köpfen. Ja. Dass die in Summe mehr wissen als einer, ich denke auch, dass mehrere Leute in Summe immer mehr wissen als einer. Genau. Deswegen wollte ich einfach mal. Okay, das jetzt also, danke, danke schön. Ja, ich wollte ihm einfach mal helfen. Ja, danke, aber so ist es auch gemeint halt. Ne? Ja, klar. Aktiv Unterstützung angeboten. Wie sieht das denn konkret aus? Ja, also ehrlich gesagt, es geht darum eher so um rechtliche Dinge. Kommen wir vielleicht gleich noch ganz kurz zu. Ich habe ein Slide noch dazu halt, was passiert halt im Worst Case, sage ich mal. Halt, ne? Es ist ein Auftrag reingekommen, er wird bearbeitet halt und er kann nicht erfüllt werden. Scheiße, gelaufen halt. Ne? Nee, weil die Technik nicht umsetzbar ist. Zumindest nicht in dem Rahmen, wie es mal geplant war. Halt, ne? Ich habe ab und zu wirklich spekulative Projekte, wo man sagt, okay, erweiter doch bitte folgende Extension oder so etwas. Ne? Und ich kann es nicht, zumindest nicht auf einer gewissen Qualitätsebene, sage ich mal. Halt, ne? Ich kann sie erweitern, ganz klar, ich kann sie umschreiben. Halt, ne? Aber ob sie danach noch updatefähig ist oder ob sie sich noch später gut integrieren lassen kann, Wartbarkeit und so weiter. Das kann schon mal zum Worst Case werden. Aber das ist ja dann ein Problem der Projektplanung. Das auch. Irgendjemand am grünen Tisch und entsprechende Fachkompetenz die Aufgaben im Detail geplant hat und hier dann nur noch die Detailaufgaben gegeben hat und nicht gesagt hat, das ist das Ziel, da wollen wir hin, guck mal, wie du das umsetzt. Ja. So. Sag das mal der Agentur. Das sage ich einer Agentur. Aber als Freelancer ist es schwierig, wenn du sagst, ja, ich setze es, also das kann ich schon verstehen. Als Freelancer sage ich, yo, ich setze das um, ich mache das. Und dann, zwei Wochen später, sagst du, es funktioniert gar nicht. Ja, warum funktioniert es nicht? Weil man nicht gucken muss, weil du vielleicht mit deiner Qualität. Nein, der Punkt ist, dass man als Freelancer das ja auch immer schon Nein sagen muss. Ja, und das war, wenn ich abschätzen kann. Der muss das auch klar kommunizieren. Das tue ich, ja, genau. Ich weiß nicht, ob es so klappt. Und nicht ins Blaue hineinmachen und dann ist es dann nicht abgeschnitten. Weil dann wäre das wieder auf die Füße, weil ich weiß ja, du hast es gemacht. Ja, funktioniert nicht. Und dann weiß ich, okay, den werde ich mich aber auch fragen, weil der Scheiße von uns nicht. Aber da ist dann wieder der Punkt Ehrlichkeit. Lässt sich sowas immer vorher so genau abschätzen, wenn ich Sachen programmiere und erweitere, weil ich denke, manchmal lässt es sich nicht abschätzen. Ich schaue dann in den Code rein und sehe vielleicht von einer Stelle, als Programmierer, ich bin eher im Design unterwegs, aber als Programmierer, wenn ich da auf ein Problem stoße und merke, okay, jetzt geht es irgendwie nicht mehr weiter, wie mache ich das mit dem Auftraggeber klar, ohne dass ich die Schuld bekomme, weil es vielleicht an der Stelle nicht möglich war und der Auftraggeber sieht es vielleicht nicht, weil du wirst auch nicht immer nur von Agenturen beauftragt, die sich im Entwicklungsumfeld begeben, sondern du wirst vielleicht auch mal von einer Designagentur beauftragt und dann sagen, wie, warum kannst du das nicht? Du musst es doch können. Ja. Also da habe ich einen praktischen Ansatz und weil ich auf der anderen Seite sitze, sitze auf der Agenturseite, vergebe die Sachen und meine, ich sage das den Freelancern ganz aktiv, wenn du das nicht einschätzen kannst, dann nimm dir 3 Stunden, setz dich hin, guck dir das an, die 3 Stunden zahle ich dir natürlich, darum geht es nicht. Also wenn wir über große Sachen reden, Freelancer geht nicht um 3 Stunden, dann muss er nicht diskutieren. Und dann kann er mir dann sagen, drauf ist noch nicht mein Bereich, da kann ich nicht rein oder brauche ich externe Unterstützung, kannst du mir einen Entwickler zur Seite stellen, kann ich mit dem aktiver kommunizieren. Ich gehe auch zu Kunden hin, wenn ich, wie gesagt, kommt zu mir und sagen, mit einer fremden Seite, ich muss ein Typo 3 Update haben, der sagt dir nicht, das kostet 300.000 Euro, sondern ich sage dir, pass auf, gib mir 4 Stunden, bezahlen wir die, dann setze ich meinen Entwickler da dran, die prüfen das und dann kann ich dir viel genauer sagen, was auf uns zukommt. Das ist diese, klar, Komplexität der Software ist einfach da. Und diese Schätzen müssen Kunden, sowohl Freelancer als auch Agenturen, einfach lernen, für sich klar zu haben, ich kann dir jetzt keine konkrete Aussage geben. Ich habe nicht eher Gottfaser, wir arbeiten mit einer Software, ich weiß nicht, wenn ich hier ist, dann will ich
Anbieter sucht ihr, dann muss ich tatsächlich sagen, okay, eine andere Agentur, die cooler ist. Du, ja, die Realität ist komischerweise, also ich habe andere Erfahrungen gemacht halt mit wirklich großen Agenturen. Das ist erschreckend halt. Ne? Ich habe denen wirklich gesagt, sorry, ich weiß es im Moment nicht halt. Ne? Was ihr wollt, kann ich sicherlich machen. Aber ich weiß es nicht, wie auch, klar, das ist immer die Frage der Glaskugel halt. Ne? Wie lange werde ich dafür brauchen halt? Ne? Oder ist es überhaupt möglich? Weil letztendlich müsste ich die komplette Extension erstmal komplett auseinandernehmen halt, um zu schauen, ah, okay, an den Einsatzpunkten kann ich sie erweitern und das auch transparent und so etwas. Ne? Oder sie wirklich dann zu manipulieren, also um den Code umschreiben zu müssen. Aber dann kannst du doch erstmal zwei Stunden anlegen für ein Proof of Concept. Ja. Ja, in dem Fall wäre es dann vielleicht eher so sogar fast ein Manntag geworden oder so etwas. Ne? Und dann ist die Frage halt, wie will ihr das Agentur und meistens wollen sie es nicht. Ja, wenn sie es nicht wollen, sind sie selber schuld. Ja. Ja. Klar, wir ich habe leider andere Erfahrungen gemacht. Ja, so ist es leider, ne? Muss man sagen. Toxische Kunden muss man einfach kicken. Ja. Ja, komischerweise, diese Agenturen funktionieren irgendwie. Ja, ja, genau. Ich habe auch tatsächlich mit ihren Mitarbeitern die kennen auch ihre Mitarbeiter. Die haben alle drei Jahre neue Mitarbeiter, weil die das einfach nicht mehr können. Die sind dann Burnout und gehen dann vier Jahre nach Aruba und kommen dann wieder und müssen dann ganz entspannt chillen. Von daher, da reden wir tatsächlich über Menschlichkeit und wie man miteinander umgeht. Es gibt diese Agenturen, wo wir fragen, gerade in den Großstädten. Ja. Ich bin immer noch der Meinung, gerade im aktuellen Marktlage bietet ihr die Möglichkeit als Freelancer, Ehrlichkeit und Klarheit gut weiterzukommen. Klar, was nicht nach Hunger tut, weil es die Anfragen einfach gibt. Ja. Dort brauchst du, glaube ich, unten nur deine Visitenkarte auslegen. Das ist, so, ist auch nicht der Fall, ja. Also von daher, du kannst Nein sagen bei den Agenturen. Ich möchte dich bestärken, das zu tun. Und sagen, das ist nicht realistisch, was ihr von mir wollt, sucht den nächsten. Also nur zur Erklärung, ich mache das auch halt. Ne? Nur ich erzähle das jetzt aus mehreren Jahren Erfahrung halt, was ich jetzt gemacht habe. Was aber immer noch heutzutage auftritt, komischerweise. Noch ein paar Klopper muss ich noch raushauen. Also typische Startfehler. Also mir wurde mal hier gesagt, also ich kann mal reinhalten, hallo, willkommen im Team halt, ne? Hier ist dein Schreibtisch für dich, das ist ja schon mal ganz nett halt, ne? Melde dich, wenn du etwas brauchst. Ist schon mal ein nettes Angebot halt, ne? Dummerweise wurde mir nicht wirklich weitergeholfen halt, weil ich muss dann wirklich alles erfragen. Ne? Angefangen vom WLAN-Passwort über SSH-Zugang, Git-Zugänge, whatever halt. Ne? Also es wurde mir quasi kein Willkommenspaket so ein bisschen mal zusammengeschnürt. Habe ich denen gesagt, ganz klar. Ne? Leute, macht mir doch mal ein Willkommenspaket mit allem drum und dran halt. Ne? Dann wisst ihr auch ganz genau, wie viele Rechte ihr mir geben könnt halt. Ne? Und das auch der Firmenleitung entsprechend kommunizieren halt. Ne? Damit nicht wirklich die Frage gestellt wird, ne? Warum hat der jetzt plötzlich Rootzugang auf den Server? Passiert. Das ist doch ein klassisches Beispiel für, da existieren einfach keine Prozesse. Richtig. Genau. Dann wird alles irgendwie so neben dir gehuscht und keine Ahnung und nichts ist dokumentiert. Genau, ist mir dieses Jahr in der Kostenagentur passiert. Stuhl zum Plätzen? Also, wir haben da irgendwo gefragt. Ja, das ist. Naja, ist mir halt passiert, irgendwie dieses Jahr erst halt und dachte ich, das ist mal eine große Agentur. Ja. Gut, ist noch ein bisschen Zeit halt, aber ich habe noch mehrere Slides. Ich habe ein paar Freelancer, also Kollegen gefragt halt und die meinten halt, ja, also ein Problem ist der Druck schon mal. Ja? Aber das hatten wir gerade hier schon irgendwie diskutiert halt, ne? Dass man auch Nein sagen muss halt. Ne? Das ist so ungefähr in die Richtung halt, die ich damit anschreiben will. Das ist aber halt auch ein Learning für die Agenturen, denke ich, dass wenn ich Leute einbinde, und also irgendjemand muss es ja auch umsetzen, dann muss ich den Zeitplan, den ich mit Kunden kommuniziere, muss ich nach dieser Person ausrichten und nicht irgendwelche weltfremden, starken Deadlines setzen, am grünen Tisch wieder, und die dann nach unten kommunizieren. Das funktioniert halt nicht. Ja. Ja. Genau, ein Problem sind schon mal diese agilen Projekte. Der Freelancer wird ja zu einer gewissen, für einen gewissen Stundenkontingent gebucht.
Und das Problem ist dann halt, was passiert, wenn er weiter benötigt wird, weil das Projekt noch weiter wird. Also der Kunde hat noch gesagt, hey, cool, ich will noch dieses Feature reinhaben. Halt, ne? Die Agentur hat immer noch nicht das Know-how, braucht also immer noch den Freelancer. Der Freelancer hat dummerweise die nächsten Wochen schon mit einem anderen Projekt belegt. Nee, für Freelancer ist das kein Problem. Der hat sein nächstes Projekt, der stellt die Rechnung und ist weg. Ja, aber also er steht, dass du überlastet bist. Also du machst es genau einmal, ja, und dann genau. Beim nächsten Mal rein, ja. Dass du automatisch dir selber Puffer einrechnen. Genau. Weil wir alle so klug sind und wissen, dass Faktor X ja anders tickt, als was wir uns vorstellen oder was am Projektanfang eigentlich ansteht. Der Freelancer ist ein also, ja, der Freelancer ist allerdings ein geldgeiler Typ halt, ne? Der will immer ein Projekt nach dem anderen haben halt, ne? Und der will da keinen Puffer einrechnen. Passiert. Ja. Ich lasse dir jetzt mal zugute, dass du das nach zusammengeschlossen hast, da steht agiles Projekt, dann steht da Puffer, agiles Projekt gibt keine Puffer, das ist klassisches Projektmanagement. Ich sage dir auch nochmal da ganz ehrlich, auch, was heißt denn das Problem, wenn das Projekt dauert länger, wenn ich agil plane, zwei Wochen Freelancer einsetze, dann habe ich vorher Commitment, ja, das kann sein, dass ein einzelner Teil aus dem Leben erreicht wird, aber ich habe eine Wertkategorie, ich habe so was Vollzeitplan, was fertig ist. Und danach gehe ich in den nächsten Sprint, dann welche Freelancer dann klappt, dann mache ich den Freelancer nicht. Ja. Aber du fragst ihn ja nochmal an. Du willst ihn ja noch weiter haben, ja genau. Ja, genau. Problem. Ich will damit nur kommunizieren halt, ne? Agentur hat ein Problem, Freelancer hat eventuell ein Problem halt, ne? Kann natürlich Nein sagen. Auf der anderen Seite möchte er vielleicht aber die Agentur trotzdem weiterhin glücklich machen. Halt, ne? Und da will ich nur vorwarnen eigentlich, ne? Und sagen, sorry, das wird ein Problem geben. Cool, das ist ja einfach eine Sache mit Vorausplanung. Ne? Da musst du halt nicht einen Sprint im Voraus sagen, wir brauchen noch zwei weitere Sprints, sondern halt drei Sprints im Voraus. Und dann muss halt beiden Seiten auch klar sein, dass die Fristen entsprechend sind. Ich habe das auch mit Kunden. Ein Kunde von mir verlängert halt die 3-Monats-Projekte immer einen Monat im Voraus. Ja. So, das heißt, wenn halt jemand in die Ecke kommt, zwei Monate vorher und sagt, ich habe hier ein geiles 6-Monats-Projekt, womit ich für 6 Monate auslasten kann, dann muss ich halt dem Kunden in München sagen, ja, ich habe hier ein anderes Angebot, wie sieht es aus, könnt ihr verlängern, wenn ihr nicht verlängert, dann wisst ihr es noch nicht. Ja. Und wenn ihr es nicht wisst, dann tut es mir leid. Ja. Das ist ganz einfach. Und das wissen die auch, das weiß ich. Und damit ist für alle Seiten ist, klar. Ist einfach, wenn man es dran hält. Ja, klar. Ja. Genau. Aber es muss halt da sein. Ja, genau. Klar. Sind wir uns alle einig. Nur um es mal klar zu machen, ab und zu haben halt die Agentur trotzdem diesen Exklusivanspruch halt. Ne? Ist dann passiert. Ja, das muss dann verkündet werden. Richtig, genau. Genau, richtig. Und dann, richtig, genau. Und das sagst du als Unternehmer. Und der Freelancer sagt, scheißegal, ja, aber der muss dann auch die Hälfte rennen. Nee, das ist komplettes Risiko des Auftraggebers. Das ist geil. Ich glaube, ein großes Problem ist, dass viele Ressourcen einfach zu 100% verplant werden. Es gab jetzt vor einem halben Jahr eine gute Untersuchung, von wegen, wenn Ressourcen zu 100% verplant werden, dann werden Arbeiten nach vorne geschoben. Ressourcen dürfen nicht mehr als 80% verplant werden. Das gilt natürlich jetzt in diesem Umfeld sowohl für die Agenturen, die dürfen ihre Ressourcen, die sie haben, einen Freelancer, den sie einkaufen, nicht wirklich zu 100% einplanen nach dem Motto, da gibt es immer was Unvorhergesehenes. Und der Freelancer muss es für sich selber natürlich genauso einplanen, nach dem Motto, ich darf jetzt nicht wirklich meine Zeit 100% verplanen, da wird immer noch irgendwo was reinkommen, wo ich dann reinpassen oder was noch einpassen muss. Das sollte man Ressourcen niemals
über 80% verplanen, um immer noch genug Luft für irgendwas Unvorhergesehenes haben. Und gerade im Softwareentwicklungsbereich haben wir zu viel Unvorhergesehenes. Ja. Das finde ich super. Besonders, also noch einen kleinen Hinweis dazu, wir sollten miteinander kommunizieren, wie jetzt auch Agentur. Der will jetzt 80% einfach mit der Agentur auch. Also wir sind wieder ganz Stück weiter unten. Wenn das gemeint wird, die 80% ist sicherlich eine sehr, sehr gute Regel, die wir verfolgen müssen. Genau. Ja, ob ich hier viel was erklären soll. Ja, da gibt es eigentlich nur eine Antwort drauf. Nein. Nein. Richtig. Ganz einfach. Ja. Genau. Oh. Ja. Bin ich der Meinung. Außer halt mit einem entsprechenden Risikoaufschlag, der dann halt heißt, ja. 2,5. Mhm. Okay. Oh, ja. Ist gut, sind wir uns alle einig. Ja. Okay. ja. Noch kurzer Hinweis, das habe ich heute aufgeschnappt. IT-Versicherungen sind schweinig teuer. Also schwierig. Hat jemand eine? Ja. Die sind gar nicht so teuer. Ne? Ich habe mal durchgerechnet. Nur? Ja, nee, im Monat. Ja, ich zahle ein bisschen weniger. Krass. Das ist halt mit dem Umsatz stark abhängig. Das heißt, es ja. Ist, wenn du den geregelten Umsatz machst, sind die relativ günstig und das wird halt prozentual besser, aber eigentlich kann man. Ich weiß nicht, wie es bei anderen ist, aber bei meiner ist es so, bis 52.000 Euro Umsatz macht es keinen Unterschied. Ja, okay. Also, hat er ja gesagt, man kann kriegen, weil er sagt, es tut mir leid, dass du nicht mehr. Ja, ich weiß nicht, das ist ein Fünfsetzer. Ja, das ist auch dringend, das ist sehr gut, okay. Wir könnten mir die Versicherung mal nennen oder sowas. Ich hab's mal. Ich hab's mal durchrechnen lassen, jemand anderes. Aber es geht nicht, wenn die Agentur sich versichert. Weil ihr seid Unternehmer. Das ist eine Produkthaftung. Seid ihr letztendlich, wenn ihr den Code geschrieben habt, dran. Und selbst wenn die Agentur eine Versicherung hat, wird die vielleicht den Schaden regulieren. Die geht aber zu euch als Freelancer genau. Und wird den Schaden dann von euch reguliert haben. Ja. Ja. Das genau. Ist, was ich als Freelancer immer machen. Freelancer heißt nicht, ich bin hier irgendwie jemand, der seine Arbeitszeit mit der Rechnung verkauft, sondern eigentlich seid ihr rechtlich ein kleines Unternehmen. Das ist völlig normal mit dabei. Vollkommen. Mit allen Rechten und Konsequenzen. Das muss ja. Man immer bewusst machen, auch wenn man sagt, da kann ich vielleicht jetzt pro Stunde 20 oder 30 Euro mehr. Ja. Ja, auch wieder ein Problem halt. Muss er ja auch wieder sich selbst verwalten halt und so weiter. Ne? Das ist auch wieder Know-how, was er braucht, ja. Ansonsten habe ich noch heute noch aufgeschnappt halt, und da gab es echt mal wohl einen Vertrag halt. Da wollte eine Agentur ein bestimmtes Stundenkontingent sich zusichern lassen, aber nicht in Anspruch reinschreiben, sie auch wirklich einzufordern. Können wir bitte einen Slack-Channel machen, wo die Namen von solchen Agenturen? Nee, jetzt mal ohne Witz, ich finde das einfach unmöglich. Ich, ja. Ich habe auch so ja. Da gestanden halt, ne, als ich das gehört habe. Aber es gibt es anscheinend. Ja. Es gibt es nicht, was ich nicht, ich will das dann auch annehmen. Ja, fragen kann man ja mal. Vielleicht macht es ja nicht mal. Ja, genau. Die Bord schreibe mal auf der Suche. Ja, das kann auch passieren, ja. Okay, kurz, das ist jetzt bezogen auf eine Firma, für die ich gearbeitet habe, direkt als Freelancer. Die haben mir wirklich ganz eines Tages mal gesagt, halt, ne, das hier. Ne, nächsten Monat stellen wir einen, der deine Aufgaben mit übernehmen wird. Okay. Ja, ist ihr gutes Recht, motiviert nun dummerweise nicht. Das hängt ganz offen nach, was die Aufgaben sind. Ja, ich habe auch einen ja gut, manche möchte man nicht haben halt, ne? Nur dummerweise, ja, letztendlich bedeutet es, sagen wir mal so, du wirst angestellt halt, ne? Und dann wird einer plötzlich sagen, so, morgen stellen wir einen ein, halt, der wird deinen Job übernehmen und du bist dann weg. Aber das ist auch klare Kommunikation, das ist doch das, was du willst. Ja, klar, das ist klar. Planung. Genau. Das musst du doch wissen, das ist doch nett von der Agentur. Also ich würde dir das auch sagen. Ja, dummerweise. Ja, klar, dummerweise. In der Situation übrigens ist das super nett, ganz klar. Ne? Letztendlich wusste ich halt, dass es zu diesem Fall überhaupt gar nicht kommen wird, weil sie keine kompetente Person finden werden halt, ne? Und dementsprechend keine Wertschätzung da war. Und dann dachte ich, okay. Da
Das ist aber eine andere Nummer. Aber eigentlich richtig, nur diese, also frühzeitig Bescheid sagen, ob man noch. Ja, gut, wobei frühzeitig nächsten Monat, naja, ne? Okay. Also sind wir uns einig. Klar, wollen wir das aber vielleicht noch ein bisschen frühzeitiger dann nennen halt. Ne? Aber es hat mich in dem Fall überhaupt nicht weiter wirklich gut motiviert. Von daher, ja, egal, das ist ein kleines Video. Dann haben wir noch einen Club. Ja, ganz kurz. Also, ganz kurz noch dazu. Ich frage mich tatsächlich gerade, ich frage nochmal in die Runde, ist eine Agentur dafür da, die Freelancer zu motivieren? Also, ich als Führungskraft muss das mit meinen Leuten machen, ja, ich muss die motivieren, ihren Job zu machen, ich bin dafür verantwortlich. Bei den Freelancer, sage ich ganz ehrlich, geht es mir im Moment noch darum, dass ich diese Zahlen für die Arbeit und ich davon ausgehe, wenn ich den Job annimmt, dass das die Motivation gegeben ist. Ja. Sagen wir so, wenn Geld deine einzige Motivation ist, dann machst du was. Ja, genau. Dann aber was ich erwarte, ist, dass ich mich demotiviert fühle. Sowas zum Beispiel möchte ich nicht hören. Ja. Wenn ich denen sage, Leute, so macht man das nicht, das ist einfach scheiße und das sollte ich in einem halben Jahr um die Ohren fliegen, dann können sie natürlich sagen, okay, wir machen das jetzt trotzdem so. Dann werde ich aber in einem halben Jahr, wenn sie in die Ohren fliegen, auch da stehen und werde sagen, Edge of Edge, das habe ich gesagt. Ja. Oder ich werde dann sagen, der macht es halt nicht mehr anders. Wertschätzen das miteinander sehe ich ganz klar, auch Augenhöhe kommunizieren absolut zu. Vielleicht möchte ich nur nicht den Motivationstrainer für jetzt, aber das sehe ich nicht. Das will ich auch gar nicht. Ja, also wenn er aber trotzdem vielleicht ist hier, wenn er motivierter und besser drauf ist, liefert er eine bessere Arbeit ab und vielleicht siehst du da einen Jahr mehr Wert. Finde ich auch. Also ich sage mal, ich motiviere mich. Vielleicht bleibt er ja auch da. Du motivierst uns dann wieder bei dir. Ja, über Motivation, Demotivation kann man natürlich auch noch einiges reden. Demotivierend war für mich das hier so ein bisschen letztendlich und es war auch für eine große Agentur. Kein Problem, wenn die Agentur sagt, okay, sorry, es wird noch ein bisschen länger dauern, da habe ich kein Problem damit. Aber zu sagen, hey, es ist morgen auf deinem Konto und es ist nach zwei Wochen immer noch nicht drauf, das ist dann nicht mehr so. Ich habe jetzt ein No-Go, geht gar nicht, Zahlung. Es gibt ja auf jeden Fall, ich weiß jetzt nicht, wie der Anbieter heißt, aber du müsstest, glaube ich, 5%. Genau, du musst was abdrücken, 5 oder 10 oder 2, das ist, ja, das muss man halt ausrechnen, aber auch das grundsätzlich halt, weil das ist tatsächlich ein Problem. Ich meine, ich kenne das auch andererseits, das ist ja nicht nur das ein Problem, weil du Freelancer oder auch auf der Tourseite, dass die Kunden halt gerade auch super spät zahlen. Aber auch das so, ja. Das Problem ist zumindest bei den Anbietern, die halbwegs attraktiv werden. Dass du vorher deine Kunden prüfen lassen musst, okay, und du dann
Zahl stehen wir dann bei der Zahl, du bist bei dir und sagen wir, ja, jetzt lass mal das Geld hier. Morgen hast du auch noch, ne? So, morgen Teil 2. Ja. Das ist aber auch gut. Ja. Ja.